Oh, ich habe in den Baum geschossen. Schon wieder. Ach, du bist ein Gegner. Sah gerade aus wie Navi, muss man sagen. Da. Hörst du das? Na klar, feuer! Da müsste noch irgendwo ein zweiter sein. Denn der hat mit irgendjemandem geredet. Aber vielleicht auch doch nicht. So. Danke. Der gibt gleich zwei Zellproben. Oh. Oh ja, hier werde ich hier geheilt. Ach, wie schön ist das denn? Hier drüben! Ich sehe sie! Greifen wir sie uns! Vorwärts! Schon unterwegs! Ah. Hallo? Es weitergeht! Räuchert die Welpen aus! Ich bin da! Dass mir keiner mehr stirbt! Der Baum geht ab, ne? So, und noch mal einer und du wirst auch untergehen und du auch. Na komm, zack. Und du, Freundchen, kriegst auch noch eins in dein Gesicht geschossen. Steh auf. Tod. Heilen. Weiter. Wir befinden uns im Krieg. Wir können nicht ausharren. Ich erwarte dir bestimmt noch so ein großes Teil. Bist du etwas, was man kaputt schießen kann? Okay. Zellproben. Pfeile. Splitter. Und weg hier von diesem Menschenteil. Ja. Hast du dich festgefahren, hä? Ja, ja. So wie ich auch im... in der ersten Aufnahme mich gleich mal mit diesem Buggy in den Bäumen verfangen habe. So macht er das hier auch. Okay. Und wieder zurück zu... Wie heißt er denn schon wieder? Oh, ich kann mir den Namen so schlecht merken. Zu Langeway. Er ist jetzt woanders. Er war vorher hier. Jetzt ist er hier. Er wandelt. Und bezeichnet mich als Traumwandler. Ach komm, wir wollen noch gar nicht kämpfen. Okay, kämpfen wir halt. Heilen ist immer gut. Zellproben, Zellproben. Pfeile haben wir gefüllt. Ach, ich könnte eigentlich auch mal die Armbrust wieder einsetzen. Ja, da habe ich aber nur 5 Pfeile von. In der Höhle der Lieder befinden wir uns jetzt. Grüß dich! Bist du der Beschützer von Langeway? Oh, wir haben schon ein cooles Muster da auf unserem Rücken. Cool. Ah, Silzan, die 3 Splitter. Das hast du gut gemacht. Aber ich warne dich, wir werden viele Lieder brauchen. Eine Weide ist nur der Anfang der Reise. Ja, ja, ja. Ich werde nun dieses Lied einsammeln. Was machst du da? Wir müssen Baumharmonische ziehen. Splitter mit Baum verbinden. Helfen Harmonische finden. Harmonische hilft schlafenden Seelenbrunnen zu finden. Lungoray. Er ist tot. Ermordet. Was sollen wir denn jetzt machen? Du beendest. Entziehe Harmonische. Ich? Du machst wohl Witze. Ich weiß nichts über Harmonische. Genug geredet. Entziehe Harmonische. Okay, so ein Arsch. Folgen Sie dem Klang und den Vibrationen, um beim Baum die Einstimmungspunkte zu finden. Bitte, was? Okay, ich laufe einfach mal hin.
Bringt nichts. Entziehe harmonische. Ich mache erstmal Portal auf. Öffne Portal. Nehme Artefakt. Okay, ich muss die Lautstärke bei mir mal ein bisschen höher drehen. Optionen für euch auch? Nein. Hier, Audio. Ist wahrscheinlich Infekte. Bitte, was soll ich machen? Splitterfrequenz einstimmen. Platzieren Sie die Splitter an den richtigen Stellen um den Baum, um ihn einzustimmen. Ich hab die Splitter? Wo hab ich denn die Splitter? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre da nichts. Muss ich auch irgendwo hier? Höhle der Lieder, ja. Ich laufe einfach mal hier rundherum ab, ob vielleicht irgendwo erscheint, dass ich die Taste F drücken soll oder in meinem Fall E. Dass ich hier eine Aktion machen kann. Ja, hier hört man es doch. Das hört man gut. Na komm. Okay. Okay, ich habe verstanden. Hier ist zu weit weg. Oh, hier, ich weiß. Okay, da muss es irgendwie jetzt hier im Wasser sein noch. Hier? Nee, das ist der Baum, der so tönt. Ich weiß. Wo? Hier. Coole Viecher da. Oh. Oh Mann, was für eine Aufgabe. Ich wusste echt nicht. Ach, ich hab's gar nicht gespeichert, ja gut. Ich wusste echt nicht, wie ich die Aufgabe machen soll, aber wir haben's geschafft. Cool. Ich bin erstaunt. Lungorei sah deinen Geist. Er hat sich nicht geirrt. Silza und Aungia, das ist ein gutes Omen. Wir müssen dieses Lied zurück zum Kilotral bringen. Besprich dich mit der Sahik. Sie wird von deinen Taten wissen. Okay, dann ab zum Hausbaum. Oder zum Baum des Lebens. Zum Kilodral. Und dort soll ich mit Sahik sprechen. Und dazu reisen wir doch da vorne. Ja, genau, mit der Sektorenreiseperson. Cool. Oh Mann, wir haben es geschafft. Wir haben die Splitter, die Silzan richtig eingesetzt. Oh, ein Banshee. Hausbaum. Reisen. Ja, möchte ich. Puh. Tief durchatmen. Und dann mal schauen, was uns hier erwartet. Was wir als nächstes tun sollen. Auf jeden Fall habe ich echt eine coole Rüstung. So, ja, der alte Hausbaum. Da sind wir wieder. Sollen wir wieder ganz hochlaufen, oder? Ah, nee, sollen wir nicht. Ist ja auch gut. Was konnte ich da machen? Was konnte ich hier machen? Hä?
Okay, ich habe auf jeden Fall irgendwas gemacht. Dann ist ja auch okay. So, noch kurz hier Zellprobe. Zellprobe. Und dann reden wir auch mit Zanja. Ach, doch, da oben. Ja gut, dann laufe ich halt doch hoch. Schade, hätte ja auch so einfach sein können. Aber wir wollen ja auch ein bisschen was von dieser schönen Gegend sehen. Zum Beispiel hier dieser schöne Baum, der in einer ganz besonderen Art und Weise gewachsen ist. Nicht umsonst ist er der Lebensbaum. Ja, da ist er schon, das Fragezeichen. Hallo. Lungarays Tod bringt große Sorgen. Doch mit der Sorge kommt Hoffnung. Kann ich meinen Ohren trauen? Du hast das Lied? Ich weiß nicht wie, aber ja. Ich habe die harmonische. Das Lied, die Melodie, wie auch immer du es nennen willst. Iva ist dir wohlgesinnt. Bitte, sing für mich. Kann ich nicht einfach ein paar Takte summen? Singen. Ja. Ja, genau. Ich sing jetzt hier. Diese Summen. Oh, und wir haben... Oh, wir haben ein paar Fähigkeiten verbessert. Das ist ja schön. Ich meine, die... Ah, nee, wir haben doch den Kampfstab, nicht den Ding ausgewählt. Ja, das passt aber so. Und von den Fertigkeiten her passt es eigentlich auch. Außer ich nehme hier noch... nenne ich das... Doch, das vielleicht mit. Dass man wieder unsichtbar wird. Oder dieses Pandoras Schutz. Nee, passt schon so. So, was soll ich jetzt machen? Ah. Ja, habe ich gut gesungen, oder? Wunderbar. Das hast du gut gemacht. Dies ist der erste Schritt auf unserem Pfad. Wie viele Schritte gibt es? Den Ort zu finden ist ein Schritt. Mit Iva zu sprechen ist der nächste. Dazu ist die Njave Mokri nötig, die Erststimme. Nur die Erststimme erweckt den Seelenbrunnen. Dann können alle Navi mit Iva kommunizieren. Jede Generation bringt einen Njave Mokri hervor, die unter uns wandelt. Keiner weiß, wer es ist. Du könntest es sein, ja? Hey Lady, immer langsam mit dem Hokuspokus. Ich bin nur für Signale zuständig. Trotzdem wird der Pfad zum stillgelegten Seelenbrunnen klarer. Sprich mit Tanjala. Er wird dich zum nächsten Lied führen. Okay, dann machen wir das doch mal. Tanjala, nächstes Lied. Geht klar, wir sollen also ein paar Lieder finden. Und wir könnten der Auserwählte sein. Und ich frage mich, ob ich hier runterspringe. Ja. Und ich frage mich, ob ich hier runterspringe. Ja, mache ich. Macht aber Aua. Und ich kann hier keine Fähigkeiten einsetzen. Okay, komisch. Kann ich hier schießen? Ich probiere es lieber nicht. Denn nachher bin ich dann noch der Blöde. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Ich soll da hin. Okay. Ich soll mit dir reden. Hallo. Wir fliegen nach Tor Knaring. Das nächste Lied wartet. Ich höre, der Mensch Falco will dich tot sehen. Wir werden das nicht zulassen. Du bist jetzt einer von uns. Danke, Tanjala. Diese Welt kannte bisher keinen Krieg. Das darf nie wieder passieren. Auf nach Tor Knaring. Ja, endlich hat jemand gesagt, dass wir zu ihm gehören. Danke, Tanjala. Okay, auf nach Tor Knaring. Dazu reisen wir doch wieder raus von diesem Hausbaum und in den nächsten Sektor. Tor Knaring, was ist das? Ah, da war ich gerade vorher. Das ist der Hausbaum und irgendwo müsste doch noch die Ding sein. Die Anfangswelt. Aber die ist wohl weg. Okay. Dann gehen wir nach Tor Knaring. Oder Naring.
Oh, sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und es lädt, und es lädt, und es lädt. Die Menschen, sie fliehen vor uns. Das ist ein gutes Omen. Ha! Sie sammeln sich, um uns an anderer Stelle anzugreifen. Hat der Große recht? Die Firma würde sich doch niemals zurückziehen. Sieht wie eine größere Umgruppierung aus. Finden wir heraus, wo sich die Maschinen versammeln. Lass den Menschen seine Suche fortsetzen. Er wird im Wald nicht lange überleben. Ryder, Amantis Krieger sind unter uns. Finde Amanti. Sie ist weise und mächtig. Sie wird dich führen. Wir sehen uns später. Viel wow. Glück, Tanjala. Okay, okay. Dann finden wir mal diese Person. Und wo finden wir sie? Ach, da. Und bist du hübsch? Lerne zu sehen, Traumwandler. Willkommen. Willkommen auch. Dankeschön. Du kommst wegen der Splitter. Das muss warten. Wie ich höre, ziehen sich die Truppen zurück. Ja, aber das Himmelsvolk zerstört auf seinem Rückzug alles, selbst die Geschöpfe, die es in Käfigen eingesperrt hat. Iva weint. Damit kommen sie nicht durch. Ich werde sie aufhalten. Sei gewarnt. Manche Tiere verhalten sich wie Dämonen. Dein Volk hat sie verändert. Sie sprechen nicht mehr mit Iva. Okay, dann eliminieren wir doch das Himmelsvolk. Und hoffentlich ist Iva uns gut gesinnt, dass wir das auch schaffen. Ja. Okay. Na, lauf mal hin. Und